der Punkt. Ja, Jungs, hier ist der neue Videoblog. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe die Faxen dicke. Studio ist nicht mein Ding irgendwie. Es geht mir voll auf die Eier. Ey, es ist anstrengend und ich habe an einem Tag alles eingesungen und muss alles neu machen, weil die Jungs das scheiße fanden. Das vergesse ich, werde ich dir nie verzeihen. Ich bin echt im Sack, Leute. Ey. Aber ich glaube, jetzt wird es doch geil. Oder es lohnt sich hoffentlich, die ganze Scheiße. Und wenn ich fertig bin, dann spielt Scholle alle Pässe neu ein. Es tut mir leid. Es tut mir leid. Es sind diese Stimmen in meinem Kopf. Es tut mir leid. Ja. Als wenn das alles. So zeitmäßig. So wie heute, ne? Sag mal, halb sieben. Zwischen halb sieben und sieben. Hab's ab sieben. Mir reicht. Also, 7 Uhr Stute Sauna anschmeißen und dann geht das los. So, Abmarsch. Lu, geh jetzt weg, wir hören jetzt ab. Mala. Ich hab immer schon eins im Mut. In dein Salon-Go hast du gelebt. Und das ist einfach nur schwer. Links, da müssen wir eigentlich hier hin, ne? Da ist ja noch Platz. Meine nicht dann. So, wir zeigen euch mal kurz die Sklaventreiber. Das ist schlecht, ja, ist gut, ja. Ja, haben wir auch, ja. Kannst du mal Nummer sagen? Ja. Ja, lass mal laufen, ob du die Stelle ist. Ja. Aber JP, warum bist du denn eigentlich so hart geworden? Was ist da irgendwann mal passiert bei dir? Ich wollte Urlaub machen. Und dann wurde ich leider entführt und war in Kambodscha in Gefangenschaft. Und da lief gerade eine kambodschanische Volksmusikproduktion. Da liegt und wieder weit, oder was? Ich sollte die Assistenz machen. Und da habe ich gelernt, wie es richtig geht. Also ich habe ja eben über die Kollegen gemeckert. Eigentlich sind die ganz nett. Ja, Leute, so, wir gehen ja jetzt in die heiße Phase. So in der nächsten Stunde geht es weiter. Wie fühlst du dich? So kurz im Pool abgekühlt. Ja, die Leute haben ja in dem ersten Teil, jetzt von dem 9. Teil, ja, gesehen, wie sehr die Jungs mich gequält haben. Ja. Und gut, ich bin da jetzt auch durch dieses Tal und habe mich jetzt gesammelt, habe ein bisschen mich erholt. Ja, ich bin gut drauf und hoffe, dass wir heute da richtig Vollgummi Glied 3 und Glied 4 fertig kriegen. Was ist denn gleich deine Aufgabe? Setzt du dich zum Quälerteam oder was? Nein, ich werde höchstwahrscheinlich Publikum markieren. Ich werde dann vor der Gesangskabine hüpfen, tanzen, springen und sagen, oh ja, geil. Umso mehr geht heute ab. Alter, hier rechts rum. Ich seh schon das Bier aufsammeln. So, erstmal finde ich es ganz nett, dass der Dave mich heute fährt. Aber ich glaube, das macht der ja nicht aus Nächstenliebe, sondern die wollen, dass ich gut singe. Wir müssen jetzt zu den Ötten Bier ziehen, ansonsten geht gar nichts mehr. Wir haben ja auch unser Spezialautomat. Ich befürchte nur, erste Lage ist schon wieder leer. Mein lieber Mann, das heißt, um 11 Uhr ist spätestens Schluss, ne? Der zweite Lager ist leer. Leck mich, der Ötte! Jetzt macht es mir Spaß, weißt du, was ich meine? Ja, jetzt macht es mir richtig Spaß. So, jetzt bist du dran. Das ist jetzt auch anstrengend, aber jetzt macht es Spaß, weißt du, was ich meine? Jetzt macht es Spaß! Macht es dir auch Spaß?
Sag mal dem, was! Dem macht's nicht Spaß, weil er hat in Kambodscha hin. Ich bin kein hoffnungsloser Träumer. Ich bin auch nicht naiv, nur weil ich mein Vertrauen verschenke. Und wenn du mir zuhörst, begreifst du meine Worte. Schreib sie dir besser in ein kleines Spatzenherz. Thank you.